Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure Schutzausrüstung richtig anlegt. Wir sind hier mal auf der Schießbahn zusammengekommen und haben mal alles, was wir an Plattenträgern und ballistischer Schutzausrüstung haben, zusammengetragen. Wir wollen jetzt hier nicht darauf eingehen, was es für verschiedene Platten gibt. Nur so viel. SK4, SK3, verschiedene Platten gibt es aus verschiedenen Materialien, verschiedene Stärken, werden entweder solo getragen oder aber hier mit irgendwelchen Softbackern hinten dran, also Weichballistik, die dann den Schutz gewährleisten. Aber uns geht es jetzt nur darum, wir zeigen euch jetzt, wie die Platte richtig am Körper angesetzt wird und wie die dann auch im Plattenträger entsprechend untergebracht wird. So, Körpermodell. Die Brustplatte. Als guten Ansatzpunkt könnt ihr euch merken, hier gibt es einen Punkt, eine Vertiefung. Da greift ihr mit dem Finger rein und da sollte die Platte sitzen. Zweiter Punkt ist, wenn du mit dem Kinn jetzt runter gehst, genau, dann bist du, könnte man sogar noch einen Ticken tiefer gehen, sodass das Kinn auf die Brust kommt. So. Dann passt es. Zweiter Punkt ist der Bauchnabel. Der ist jetzt hier, also hätten wir theoretisch hier so ein kleines Gap, aber das ist so die Größe oder die Platte, wie ich sie tragen würde. Das ist eine M-Platte. Der Max könnte auch auf jeden Fall eine L-Platte nehmen. Die wären ein bisschen breiter und ein bisschen tiefer. Ich müsste wahrscheinlich hier so eine, am besten eine Waschtrommel oder sowas vorne dran packen. Okay, halt die mal fest und dann gehen wir mal auf die Rückseite. So, ich wechsle mal mit dir die Position, drehe dich mal so zur Seite, beziehungsweise erstmal so. Die hintere Platte sitzt ein bisschen höher, also die würde ich jetzt hier so ansetzen. Das sieht man dann eigentlich ganz gut, wenn man von der Seite schaut. Also die sitzt dann wirklich von der Positionierung etwas höher, wenn ihr das mit vorne vergleicht, damit halt auch die lebenswichtigen Organe geschützt werden. Jetzt packen wir das Ganze mal in den Plattenträger rein und zeigen euch mal, wie das am Plattenträger beziehungsweise der Plattenträger am Mann eingestellt wird. Ich habe jetzt hier bei dem Plattenträger schon die Frontplatte mit dem Softbacker drin. Jetzt packen wir das Ganze hier nochmal in die Rückseite rein. Du kannst die Werbepause überbrücken so lange. Was ist das hier für ein Gekrischel da drin? So, das ist der Soft Armor. Ganz wichtig bei Platten und bei Soft Armor, ihr habt immer hier ein Label drauf. Das ist in der Regel auch immer die Körperseite. Das steht dann auch hier nochmal drauf. Diese Seite zum Körper. Das heißt, dann kommt hier der Soft Armor rein und die Platte kommt nach außen. Also das Weiche ist auf der Körperinnenseite und das Harte außen. So. Okay. Legen wir mal an. Also bevor ihr anfangt rumzustellen, könnt ihr erstmal schauen, ob der grundsätzlich schon mal so, wie er vom Werk abkommt, ob der schon so passt. Das ist jetzt bei dem hier eigentlich schon relativ gut. Also er sitzt, gehen wir mit dem Kinn runter, Max. So, genau. Der ist eigentlich schon so, gehen wir zur Seite, dass man den eigentlich so lassen kann. Also die Platte hinten ist ein Ticken höher als vorne. Das heißt, da brauchen wir gar nicht viel einzustellen. Ansonsten, wenn ihr einstellen würdet, würdet ihr das über die Schulterträger machen. Die macht ihr dann entweder weiter oder näher zusammen, damit die Platte entsprechend hoch oder runter geht. Ja? Ganz wichtig nochmal bei der Wahl der Platten, ihr müsst Bewegungsfreiheit in den Dingern haben. Ja? Das heißt, wenn der Bauchbereich unten frei ist und wenn die Seiten frei sind, könnt ihr besser das Gewehr anlegen, könnt ihr euch besser bewegen. Genau, wir können ja gerade mal den Flat drum machen. So, andere Seite. Ich glaube, wir haben es falsch rum gemacht, aber das passt schon. So, jetzt seht ihr, dass er hier im Prinzip den Bereich frei hat für die Langwaffe, für den Schaft zum Anlegen und auch hier unten im Bauchbereich sich noch frei bewegen kann. Also, das war's. Da sind wir schon am Ende mit unserer Vorstellung, kurz und knapp. Wenn ihr noch Fragen zur Schutzausrüstung habt oder Platten generell, wenn ihr euch da noch irgendwas interessiert, schreibt es in die Kommentare, dann machen wir noch mal ein zusätzliches Video dazu. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal,
Drückt die Glocke, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Aufzug. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute zeigen wir euch, wie man Schutzplatten, es geht schon wieder los. Herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch, wie man richtig eine Schutzplatte einlegen tut. Du hast das ganze Ding zerstört hier. Also nochmal. Gut. Das, weil das nicht hält, dieses Multicam-Plex. Ja, es hält einfach nicht, ne? Es hält nicht, was es verspricht. Hoffentlich passiert das nicht wieder in den Videos. Dann sind wir so gefickt, Alter. So.